im letzten video habt ihr viele beispiele dafür gesehen welche probleme es gibt und wie man modi besser gestalten kann und ich möchte das jetzt hier äh, nochmal einmal en bloc zusammenfassen nochmal die definitionen geben gucken welche vorteile modi hatten und auch wie wir das ganze zusammenfassen können und damit schließen wir dann auch diesen ganzen bereich orientierung ja jetzt ab. Wir hatten diese Moduscharakterisierung und die Charakterisierung, habe ich schon gesagt, die ist zu breit, aber sie ist nicht ganz uninteressant, denn äh, Modus ist dann definiert, dass ich sage, in dem einen Modus habe ich diesen Satzfunktion, in dem anderen Modus habe ich einen anderen Satz. Funktionen, das ganze hängt von einem Zustand der Nutzungsschnittstelle ab und verschiedene Eingaben sorgen dann in den verschiedenen Modi für verschiedene Reaktionen. Das ist ein bisschen zu breit, aber es ist natürlich eine ganz gute Charakterisierung von Modus, alles was wir Modus nennen würden, passt hier auch drunter. Dann gesagt, wichtig ist aber nicht eigentlich, was ein Modus ist, sondern was ein Modusproblem ist. Und ein Modusproblem liegt dann vor, wenn die Reaktion auf eine Eingabe von einem Systemzustand abhängt, und wenn äh, dieser Systemzustand mir als Nutzer nicht bewusst ist. Das heißt, andersherum, er kann nicht dann vorliegen, also es kann kein Modusproblem geben, wenn auf die gleiche Eingabe immer die gleiche Reaktion erfolgt. Oder wenn dieser Modus, äh, dieser Zustand, wenn dieser Systemzustand mir bewusst ist. Das heißt, er muss mir bewusst gemacht werden. Das heißt entweder, äh, nee, nicht entweder. Das heißt, er muss, der Übergang muss mir bewusst gemacht werden. Kontinuität und ich muss sehen können, in welchem Modus ich bin. Erschließbarkeit und auch die interne Konsistenz äh, spielt immer eine Rolle, denn Konsistenz würde zum Beispiel ja sagen, dass möglichst die gleiche Eingabe die gleiche Ausgabe verursacht. Das heißt, ich habe nicht so, sagen wir mal so versehentliche Modi, die vermeide ich durch interne Konsistenz ja jetzt haben wir dann äh, modi uns angeguckt und haben gesehen manchmal ist es auch besser modi zu vermeiden aber warum sollte man manchmal modi haben modi äh den Nachte die Nachteile von Modi habe ich ja. Ich, hab, ich muss den Modus betreten, ich muss ihn äh, verlassen, ich habe irgendwie vielleicht ein Orientierungsproblem, ein Erschließbarkeitsproblem und sowas alles. Aber dem stehen große Vorteile gegenüber, nämlich die Übersichtlichkeit. Ich baue nicht den ganzen Bildschirm mit lauter Funktionalität voll, sondern ich habe immer nur die Funktionalität, die ich für bestimmte Aufgabenbereiche zum Beispiel brauche oder in bestimmten Einsatzszenarien brauche. Ich habe dann auch nicht die Notwendigkeit, so ganz komplexe. Menüs zu machen. Das heißt, ich habe mehr Platz und kann diesen Platz dann nutzen, um Übersichtlichkeit und auch Erschließbarkeit zu erhöhen. Denn ich kann die Sachen zum Beispiel mit Text beschreiben und muss nicht irgendwie vielleicht alles nur noch in Icons machen und die irgendwohin äh, prömmeln oder sowas. Und natürlich sorgt auch ein Modus dafür, dass ich äh, weniger Fehler mache. Dann äh, zumindest wenn der Modus mir bewusst ist und ich mit dem Modus gut umgehen kann, dann kann es mir nicht mehr so schnell passieren, dass ich eine Funktion aufrufe, die in diesem Zusammenhang gar nicht sinnvoll ist. Und dadurch ist die Fehlerwahrscheinlichkeit geringer. Und einen Fehler zu machen würde ja immer bedeuten, ich brauche nur, brauche zusätzliche Eingabeschritte. Das heißt, auch die Eingabeminimalität äh, profitiert davon, Modi zu haben. Wie können wir also diese Modusprobleme verallgemeinern? Wie können wir es zusammenfassen? Alles zusammen steht auf dieser Folie. Wir können Modi reduzieren. Also zwei oder mehr Modi zu einem Modus zusammenfassen. Haben wir keinen Modus, haben wir auch kein Modusproblem. Vorteil, Eingabeminimalität, kann aber ein Übersichtlichkeitsproblem äh, beinhalten. Denn dann habe ich ja mehr auf einer, äh, äh, auf, auf einer Ansicht. Zum Beispiel, nicht unbedingt, in dem Beispiel mit dem äh, äh, Überschreiben und Dazwischenschreiben hatten wir das nicht. Aber es kann passieren. Äh, abgeschwächt kann das heißen, den Modus auf wenige Aspekte ähm, nur beziehen. Das heißt, ich bin nicht in einer ganz anderen Welt hier und da, sondern nur einige wenige Dinge ändern sich in der Ansicht zu der Ansicht. Das haben wir zum Beispiel bei Standardmodus und Expertenmodus. Die sind sicher gleich, was den einen Teil angeht, aber bei dem einen ist es noch, ist es noch mehr und es steht noch mehr Funktionalität zur Verfügung. Auf jeden Fall muss vermieden werden, dass ich in einem Modus gefangen bin, dass ich also nicht mehr weiß, wie ich herauskomme oder gar nicht herauskommen kann, das ist immer dann, wenn ich etwas modal habe in diesem Sinne wie ein modaler Dialog. Ich muss das erst zu Ende machen. Das ist immer etwas, was man möglichst vermeiden sollte, denn das widerspricht der Beeinflussbarkeit. Ich kann dann nicht mehr abbrechen, ich kann nicht mehr unterbrechen, ich kann es nicht mehr gleichzeitig machen, nicht mehr nebenläufig machen. Das heißt, die Beeinflussbarkeit steht dem dann extrem entgegen. Moduswechsel müssen explizit gemacht werden. Das heißt, idealerweise betrete und verlasse ich den Modus über eine ganz explizite Handlung. Zum Beispiel über einen Wechselschalter für verschiedene Modi. Dann ist auf jeden Fall mir klar, dass ich den Modus wechsle, wenn ich da drauf drücke. Wenn das Ganze nicht explizit passiert, sondern implizit passiert, also bei einer Handlung wird auch gleichzeitig der Modus gewechselt, dann muss mir das klar werden. Die Variante von Keynote mit dem Balken unten ist da ziemlich gut. Also, dass ich verschiedene Modi dann auch so unterschiedlich gestalte, dass sie unterschiedlich aussehen und ich sofort merke, Huch, hier bin ich aber auf jeden Fall jetzt gerade in den Einstellungsmodus gekommen. Das ist auf jeden Fall auch äh, sehr empfehlenswert an dieser Stelle. Und der aktuelle Modus muss immer deutlich sein. Da hatte ich gerade den Balken schon angesprochen. Also, Unterscheidbarkeit zwischen zwei Modi müssen wir auf jeden Fall. Äh, gewährleisten können und den Wechsel mit Kontinuität, Erschließbarkeit und Attentionalität äh, dem Benutzer auf jeden Fall äh, klar machen. Wenn wir das alles machen, dann können wir Modi sehr positiv verwenden, sollten sie sogar verwenden, aber immer mit Bedacht. Keine versehentlichen Modi, keine überflüssigen Modi und keine Modusprobleme. Modusprobleme treten immer auf, wenn wir viele der vorherigen Forderungen nicht erfüllt haben und auch die, die wir jetzt hier in dem Bereich der Orientierung hatten. Wir haben jetzt den Bereich Präsentation mit seinen großen Bereichen Aussehen und Anordnung besprochen, wo wir ja sehr viele sehr grundlegende Forderungen aufgestellt haben. Dann den ebenfalls sehr umfangreichen Bereich der Interaktion. Klar, wir haben es ja mit interaktiven Systemen zu tun, wo wir Eingaben, Rückmeldungen und Prozesse hatten, also Steuerung von Prozessen ging es uns da ja drum. Und dann haben wir uns jetzt in den letzten Videos mit dem Thema Orientierung. Beschäftigt mit den drei wichtigen Forderungen Erschließbarkeit, interne Konsistenz und Kontinuität. Bei all dem ging es äh, jetzt immer so ein bisschen noch so zu, als äh, naja, wir müssen zwar irgendwie immer im Kontext diese Sachen abwägen, aber wir sind bei diesen Kontexten immer von einem Aufgabenkontext ausgegangen, der ähm, naja, wo wir irgendwie so von ausgegangen ist, dass man den wohl auch erheben wird können. Und um solche Fragen geht es jetzt in dem nächsten Bereich, in dem Bereich der Flexibilität. Denn da will ich mit euch darauf hinaus, dass ähm, sich Bedingungen, in denen Software eingesetzt wird, ändern. Und dass es deswegen auch überhaupt gar nicht möglich ist, dass wir als Softwaregestalter, die ja vor der Nutzung arbeiten, das liegt ja in der Natur der Sache, dass die Software erst gebaut wird und dann genutzt wird, auch wenn man kleine Zyklen baut, ist trotzdem ein solcher Versatz immer da. Wir haben gar nicht die Möglichkeit, immer alles im Vorfeld zu wissen. Und weil das so ist, müssen wir uns mit einem Anforderungsbereich der Flexibilität beschäftigen und werden dazu zwei wichtige weitere Forderungen kennenlernen ab dem kommenden Video.